Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Unboxing. Diesmal geht es an den Comic-Block von Nerdblock. Hatte ich ja schon den Arcade-Block ausgepackt, der Thema Videospiele hat. Jetzt haben wir den Comic-Block mit, wie der Name schon sagt, Thema Comics. Was ich weiß, ist, dass Comic-Bücher drin sein sollen. Zwei bis vier Stück, glaube ich. Zwei, drei oder vier. Dann ein T-Shirt auf jeden Fall, ein comicbezogenes T-Shirt. Und dann, ja, noch irgendein weiteres Item soll irgendwie immer mit drin sein. Und wie bei den anderen Boxen auch, haben wir es noch original verpackt. Wir sticht Sand und machen das Ganze mal auf. So. Und dann lasst ihr mal reinschauen. So, da lacht mich schon das T-Shirt an. Was haben wir hier? Ein blaues T-Shirt. So viel schon verraten. So, und dann haben wir hier. Worst Shirt Ever. Der Comicbuch-Typ aus den Simpsons, Comicbook-Guy. Und ja, wie er sonst immer sagt, schlimmste Serie, schlimmste Episode aller Zeiten oder sowas, Worst Episode Ever, ist das jetzt Worst Shirt Ever. Das schlimmste Shirt aller Zeiten. Also das nimmt schon ein bisschen selbst auf die Schippe. Finde ich cool. Shirt Punch, ich glaube, da war auch das letzte her. Scheint auch wieder exklusiv für Nerdblock zu sein, also nicht für Comicblock. Gibt es also nur hier raus. Geiles Shirt, auf jeden Fall. Als Simpsons-Fan gefällt mir das Shirt richtig, richtig gut. So, dann haben wir hier, da lacht mich schon Batman an, was ich mal sehr stark finde. Oh, das ist kein Comic. Das ist ein Druck anscheinend. Das ist leider ein bisschen verdellt hier unten, aber ein Artprint heißt es, glaube ich. Ja, ein Artprint, ein Kunstdruck von Batman. Meine Lieblingscomicfigur. Ja, finde ich ja sehr geil, auf jeden Fall. Sagt leider ein bisschen ramponiert an der Ecke, aber ansonsten trotzdem recht schön. Mal gucken, werde ich bestimmt irgendwo aufhängen. So, dann haben wir hier ein Comic-Heft. Ein Comic-Block, exklusives Comic-Heft anscheinend. My THC, kann das sein? Kann ich genau erkennen. My THC, das ist Phil Hester, John McCrea, Willie Schubert, Michael Spicer. Mai 2015 von Image Comics und ja, kann jetzt nicht so viel mit anfangen, sagt mir jetzt nichts. Muss man mal in dem Begleitheft gucken, was das ist. So, dann haben wir noch einen Comic. Das scheint ein normales Comic zu sein, kein exklusives, weil das ist offen, das kann ich rausholen. Und zwar ist das Action Comics Nummer 1 von 2. Ah, das ist so ein Convergence, also so ein spezielles, anscheinend so ein spezielles Event bei den Comics. Also Action Comics Nummer 1 von 2, Convergence, der Convergence. Action Comics ist Superman, genau, der ist ja vorne abgebildet. Wonder Woman, Lex Luthor, Supergirl anscheinend. Ja, also ein Action Comics Comic. Und das andere liegt auf dem Kopf und ist auch verschlossen, weil auch ein Comic-Block-Exklusiv, also drei Comics, ein normales und zwei Comic-Block-Exklusive. Und zwar Secret Wars Ausgabe 1 in der Variant Edition. Kann man es erkennen? So, jetzt. Coole Sache auf jeden Fall. So, und dann haben wir noch die kleine Karte. Zwei Karten haben wir hier. Was haben wir hier? Das ist ein What did you think of this comic blog? We'd like to know. Also so eine Feedback-Karte, also wo man hier eine Webseite, wo man Feedback geben kann über den comic blog. If I could have any superpower, it would be. Dann kann man ausfüllen, was für eine Superkraft man gerne hätte wohl. Okay, also so eine Art Feedback-Karte. Und dann haben wir hier die eigentliche Karte. Vorne aufgemacht wie so ein Comicbuch. May issue 1, the comic blog. Presenting the Amazing Secret Wars. Ja, das ist immer diese Special, sondern haben wir hinten drauf. Convergence Action Comics 1. This first issue is sure to be a hit with fans of the DC Universe because it stars heroes from Crisis on Infinite Earth. Superman teams up with Power Girl, but can they stop a nuclear strike by Lex Luthor and Stalin of Red Sun Moscow? Okay. Dann. Okay, ich habe ein I vergessen. Mythic heißt das, nicht My THC. Ich habe das I vergessen. Mythic. Oder mythisch.
auch eine Variant-Ausgabe, ja klar, mit Nerdblock. Not only is this a much coveted number one issue from Image Comics, it's also a comic block exclusive variant. In Mythic, science is a lie, an opiate for the masses. The truth is, magic makes the world go round, and when magic breaks, Mythic fixes it. Okay, dann ist der Collectible Art Print von Batman. Generations of comic fans have grown up with the Dark Knight, so we just had to include him in the first ever comic block. Also es ist doch der erste comic block. Ich wusste nämlich, dass der recht neu ist, aber das ist der erste Mal, wusste ich nicht. Das ist tatsächlich der erste comic block. Okay. This exclusive print is suitable for framing. Ja, also es eignet sich, um zu rahmen. Das ist eigentlich auch keine schlechte Idee, abgesehen davon, dass er leicht kaputt ist. Nein, egal. Und dann, worst shirt ever. You didn't have to go into a comic shop to pick up this comic block, but comic book store employees need love too. Next time you visit your local shop, be sure to sport this exclusive Shirt Punch t-shirt, only for comic block subscribers. Love this shirt? Check out shirtpunch.com for more pop culture tea goodness. Okay. Ja, also, wie gehabt, das ist halt exklusiv für Nerdblock, beziehungsweise Comicblock in dem Fall. Und man kann auf shirtpunch.com weitere T-Shirts bestellen. Und also andere T-Shirts. Und auf jeden Fall ein cooles Shirt. Und vorne steht noch drauf zu dem Hauptartikel, sag ich mal, der Secret Wars Ausgabe 1 Variant Cover. Time runs out, everything ends. The Secret Wars have commenced. This first issue of Marvel's giant event from Jonathan Hickman and Esad Ribic is already a collector's item. But what you have is even better. A rare comic block exclusive variant edition. Okay. Also was haben wir hier? Also nochmal zusammenfassen. Wir haben drei Comics. Zwei davon, Secret Wars Ausgabe 1 und Mythic Ausgabe 1, sind Comic-Block-exklusive Variant-Covers. Finde ich sehr geil, sowas. Dann ein Action Comics 1 von Convergence. Also drei Comics. Dann der etwas leicht ledierte Artprint von Batman. Ich aber trotzdem aufhängen werde, vielleicht rahme ich ihn auch, mal gucken, wird sich zeigen. Und natürlich das absolut geniale Worst Shirt Ever. Das absolut geniale Comicbuch-Typ Simpsons T-Shirt. Ja, coole Box, auf jeden Fall. Ja, und wie angekündigt, werde ich jetzt, wo ich auch die beiden neuen Boxen, also neuen Anführungszeichen, der Arcade-Block, den gibt es ja länger, aber neu ist immer der Comic-Block, also für mich sind natürlich beide neu, die beiden neuen Boxen Arcade-Block und Comic-Block vorgestellt habe, oder zumindest eine Ausgabe Unboxing gemacht habe zu den beiden Ausgaben, und wir jetzt ungefähr wissen, was so drin ist, werde ich dann mal eine Umfrage starten und mal schauen, was ihr meint, welche von den fünf Boxen, welche drei ich dann weiterbeziehen soll. Das werde ich in meine Entscheidung mit einbeziehen, welche von den fünf Boxen ich kündige und welche drei ich behalten werde. Genau, und ja, dann sind wir soweit durch mit dem Comic-Block. Coole Sache, bin gespannt, freue mich auf die nächste Ausgabe, definitiv. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn du mir noch ein Like da lässt. Und ansonsten, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.